Wir haben in der Version 24 in der Sonderausstattung recht viel für Sie geändert. Wir sind jetzt hier einmal in der Masterkalkulation und eine, ich sag mal, der Sachen, die am offensichtlichsten ist, sind die sogenannten Highlight-Bilder. Das heißt also, wir sind jetzt hier im Branchenmodell Massivo auf dem Register allgemein und wir sehen, hier ist eine Grafik eingebunden. Und diese Grafik ist dafür da, dass insbesondere dann, wenn Anwender, wenn neue Anwender anfangen mit der Kalkulation zu arbeiten und natürlich dann, wenn die Kalkulation in Bereichen benutzt wird, die, lassen Sie es mich mal so sagen, vielleicht nicht ganz so häufig sind. Dass es dann so ist, dass Ihnen diese zusätzliche grafische Steuerung die Sicherheit gibt, dass Sie genau wissen, wo in der Sonderausstattung Sie was steuern können. Beachten Sie, wir sind aktuell in der Masterkalkulation, heißt also, wir sehen nicht alle Register. Bedeutet nochmal für diejenigen, die es jetzt nicht direkt greifbar haben, die Register der Raumausstattung werden nicht angezeigt und die Register Sonder Positionen, Zusatzpositionen und Festmengen, die ebenfalls seit der Version 24 Bestandteil der Sonderausstattung sind. Das sind die Register, die eben jetzt hier in der Masterkalkulation nicht dargestellt werden. Die werden dann im Projekt gezeigt. Dazu in einem anderen Video nochmal ein paar kleine Detailpunkte. Die Highlight-Steuerung hier allerdings sehr gut zu sehen. Wir sind, wie gesagt, einmal im Register allgemein. Und Sie sehen, sobald Sie sich mit der Maus über bestimmte Bereiche bewegen, und zwar eben über die Bereiche, für die es vorgesehen ist, werden entsprechende Steuerelemente farbig markiert. Im Register allgemein sind das hauptsächlich, Sie sehen das oben in der Reiterlinie, die entsprechenden Tabs, in denen diese Details steuerbar sind, die eben jetzt hier grafisch angezeigt werden, von Fassaden über Fassadenteilflächen, die Wand, die Deckengeschichte, ne, die Bodenplatte und so weiter und so fort. Diese Steuerung ist im Branchenmodell Massiv, im Branchenmodell Holz hinterlegt, jeweils natürlich ein wenig unterschiedlich. Das Startbild ist bei allem gleich. Ebenfalls, wenn wir mal aufs Dach gehen, die entsprechende Dachsteuerung, dadurch, dass natürlich die Branchenmodelle dort leicht unterschiedlich sind. Im Inhalt ist das, was gehighlightet wird, immer ein wenig anders. Und wir können uns das hier im Branchenmodell Massiv auch nochmal auf der Registerseite Fassaden anschauen. Und dann sehen wir entsprechend hier genauso die Highlighting oder das Highlighting der entsprechenden Eingabefelder, Kombo-Boxen, Register und so weiter und so fort. Das, was dort dahinter steckt, für alle diejenigen, die unter Umständen mit firmenspezifischen Kalkulationen hier Änderungen, Ergänzungen oder vielleicht auch nur das Anbinden einer individuellen Version vornehmen möchten, das, was dort dahinter steckt, ist eine Steuerung, die sich in erster Linie auf Bilder und dazugehörige Dateien bezieht, die Sie im Kalkverzeichnis finden, und zwar in einem neuen Verzeichnis, das Highlight-Bilder heißt. In diesem Verzeichnis Highlight-Bilder finden Sie alle die Bilder, die grundsätzlich in der Kalkulation zur Verfügung stehen würden, das heißt von uns vorgesehen sind und installiert sind, dass diese eben innerhalb der Sonderausstattung verwendet werden können. Bitte Achtung, das heißt nicht, dass jedes dieser Bilder in jedem Branchenmodell Verwendung findet. Grundsätzlich ist es so, wenn wir das Ganze hier mal über die Namen sortieren, sehen Sie es sehr gut, dass es jeden Anführungszeichen Dateinamen einmal als ein Bild gibt, das heißt also PNG oder JPEGs, und dass es dann dazu mit dem gleichen Namen nochmal eine zweite Datei gibt, in dem Fall mit der Änderung JSON, und diese beiden Dateien spielen zusammen. Ich zeige Ihnen das Ganze einmal am Bilddach. Ich mache einfach mal einen Doppelklick. Dann sehen wir hier im Paint geöffnet. Das, was wir hier haben, ist das entsprechende Dachbild, vielleicht nochmal ein wenig größer gezeigt. Und dazu die Datei Dach
JSON und dann sehen wir, dass diese Datei im ersten Moment ein wenig fragwürdig aussieht, ist eine reine Textdatei und hier sehen wir, dass in Anführungszeichen ganz am Anfang Namen stehen und dahinter Polygonangaben kommen. Das bedeutet also, dass eben die Steuerbereiche der Bilder, die wir in der Sonderausstattung sehen, hier schlicht und ergreifend in dieser Textdatei hinterlegt sind. Das heißt also, dass es für, und ich gehe jetzt bewusst nochmal auf das Registerdach, für jeden dieser Bereiche, der hier grün gehighlightet, markiert wird, einen Eintrag gibt in dieser JSON-Datei. Das, was ich jetzt markiert hatte, ist Schornsteinkopf. Na, das sehen wir ganz vorne wieder in den Anführungszeichen. Und dahinter gibt es ein Polygon, auch das steht in der Datei drin und dann gibt es viele XY-Koordinaten. Das heißt, dass das, was Sie hier farbig in dem Bild markiert sehen, deswegen farbig markiert wird, weil innerhalb der Datei diese Koordinatenwerte, die dieses Polygon beschreiben, hinterlegt sind und dass es dafür einen Textstring technisch formuliert, das heißt also, ein Wort gibt, mit welchem das Ganze identifiziert wird. Das heißt also, erster Part, den wir uns angeschaut haben, es gibt einen Ordner, der heißt Highlight-Bilder, der im Kalkverzeichnis steht. In diesem Kalkordner sind die Bilder hinterlegt und die dazugehörigen Textdateien, sogenannte JSON-Dateien. Und beides zusammen führt dazu, dass es eine Erkennung gibt.